Hallo, liebe Camper. Hier ist wieder ein kleines Fortschrittsvideo von Mika Caravan aus Dinkelsbühlen. Und ich wollte euch mal wieder mitnehmen. Wir haben wieder einiges an unserem Detlefs, der immer noch dasteht, wo auch die Algo-Hubstützen verbaut worden sind. Haben wir einiges wieder weitergemacht. Unter anderem sehen wir hier eingeblendet den Max-Fan, den wir eingebaut haben. Hier musste man einen komplett neuen Dachausschnitt machen. Den haben wir schön eingesiegelt bzw. schön ausgeschnitten, abgedichtet, die 12-Volt-Leitung entsprechend verlegt. Als nächstes haben wir hier den MaxView verlegt bzw. installiert, schon mal angebracht. Eine mobile LTE-Antenne für besseren WLAN-Empfang und dann kommt im Innenraum auch noch der entsprechende Router. Den haben wir hier. Den wollte ich euch hier mal zeigen. Hier kommt die SIM-Karte rein. Hier in das kleine Ding. Der da wird im Innenraum verbaut. Kann man im Schrank schön verstecken und dementsprechend die Antenne ist dann für den inneren Empfang. Dann kann man sich verbinden. Hier werden die Kabel angeschlossen, die hier durch die Kabeldurchlässe gehen, entsprechend. Genau, und dann hier angedockt und dann haben wir hier unten sauberen Empfang im Fahrzeug. Und die ganze Strahlenbelastung ist auch nach außen getragen. Dann haben wir hier auch mehrere Solarplatten verbaut, 4 Stück in der Anzahl. Hier vorne 2, hinter der Klimaanlage eine und da hinten eine. Die Kabel liegen noch lose darum, die kommen natürlich in einen Kabelkanal, sauber verlegt, entsprechend, wie sich das dann anständig gehört. Ohne Frage. Und jetzt schauen wir mal ein Stück runter, weil den Max-Fan, wo wir hier eingebaut haben, da wollte ich euch auch noch was zeigen. Jetzt legen wir den da mal kurz her. Ne, den nehme ich mal mit. Gehen wir hier mal rein. Ja, wie immer haben wir alles schön abgeklebt hier, damit wir natürlich, wenn wir immer reinlaufen, den Boden nicht beschädigen und auch nichts kaputt machen entsprechend. Dann hier oben sehen wir den Max-Fan eingebaut. Natürlich hier mit einem Rahmen, aha, das geht jetzt gerade nicht, mit LED-Beleuchtung. Machen wir mal an. Kleinen Moment. Mal schnell gucken. Hier. Zack, genau. Da haben wir eine kleine LED-Beleuchtung mit drin. Dann natürlich, weil wir durchsichtige Haube genommen haben, damit auch ein bisschen Lichteinfall ist, damit es nicht zu dunkel wird, können wir aber hier wieder zumachen entsprechend und kann das dann verdunkeln. Und natürlich auch wieder aufmachen. Der hat natürlich den geschmeidigen Vorteil, ich kann den Max-Van aufmachen. So, jetzt ist er offen. Und er kann die Luft nach außen tragen, er kann die Luft nach innen tragen, das ist wunderbar geregelt. Man kann die Geschwindigkeit verstellen, natürlich auch mittels Fernbedienung oder hier manuell. Und wenn man hierher langt, also das ist echt erfrischend, was da reinkommt. Und gerade wenn man einen Hund hat, beziehungsweise auch um den Luftaustausch zu gewährleisten und nicht immer eine tolle Klimaanlage laufen lassen kann, weil man jetzt autark steht, ist das eine echt gigantische Alternative. Die macht richtig Spaß, bringt auch wirklich was. Und der ganz große Vorteil, man kann sie auch bei Regen nutzen. Hier haben wir On-Off, hier haben wir In-Out, das heißt die Luft rein oder raus. Die Kuppel ist natürlich für die Fernbedienung. Hier kann man dann dementsprechend die Luke öffnen oder schließen. Und hier kann man Temperatur einstellen. Ne? Also das ist echt eine geschickte Sache. Also ich kann jetzt auch sagen, ich möchte hier dementsprechend weniger haben. Und wenn wir ausmachen, zack, schließt sich automatisch wieder die Luke. Zack, und zu ist sie, Ventilator ist aus. Hat auch den Vorteil, man kann durch die Haube, wo oben drauf ist, das Ganze auch beim Regen nutzen. Also echt eine tolle Sache. Also dieser Max-Van ist richtig gut. Haben wir auch geschickt verbaut. Die Leitung, 12-Volt-Leitung, geht natürlich durch die Decke oben. Natürlich nichts dementsprechend aufputz, hätte ich schon fast gesagt, aber oben drauf verlegt. Wenn wir jetzt hier ins Badezimmer reingucken, sieht man auch hier nichts. Haben wir schön oben
schön entlang verlegt, sind da hinten durch den vorhandenen Kabelkanal, den wir da unten ein Stück sehen, runter und haben dann hier unten 12 Volt abgegriffen und dementsprechend angeschlossen. Also richtig toll geworden. So muss es sein, schaut schick aus und passt super gut hier rein. So, dann gehen wir mal hier rum noch mal ganz kurz zu meinem MaxView. Das ist dann der Router. Den werden wir jetzt hier oben verbauen. In dem Schrank kann man den hier seitlich schön reinklipsen. Dann hat man immer schön Empfang. Dann können wir nämlich hier anschließen, sauber mit die Kabel hier durchgehen. Haben wir nämlich hier schon hinter der Blende, hier haben wir schon alles aufgemacht, weil hier gleich die Solarkabel schon durchkommen von der Solaranlage. Dementsprechend, die werden dahinter noch zusammengeschlossen, dann wird das hier sauber wieder sortiert. Die ganzen Kabel sind ein bisschen lang, das wird dann dementsprechend alles wieder sauber einsortiert, damit das alles wieder wunderbar funktioniert. Und da dahinter versteckt man dann auch den Anschluss von der MaxView. Tolle Geschichte, also muss ich echt sagen, kommt richtig klasse. Dann kommt der nächste Schritt, wenn wir hier unten in diesem Stauraum die Elektrik verbauen. Hier kommen zweimal 200 Amperestunden Lithium rein. Dann kriegen wir hier noch einen Wechselrichter mit 3000 Watt und einen Ladebooster mit 50 Ampere. Und ja, das wird dann nur alles dementsprechend verbaut und angeschlossen. Und da hole ich euch dann wieder dazu. Und da nehme ich euch dann natürlich auch wieder mit, um euch dementsprechend den Fortschritt immer zu zeigen. Hier haben wir schon die Regler, die Solarregler liegen entsprechend. Und was auch ganz geschickt ist bei der ganzen Sache, wir verbauen hier einen Hauptschalter von der Firma Büttner, der elektrisch gesteuert ist, den ich euch auch noch zeige beim nächsten Video. Und ja, so sind wir hier wieder ganz schön vorankommen. Und jetzt hole ich einmal nur die dementsprechenden Elemente, wo wir hier verbauen, und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich! So, hier haben wir jetzt den Ladebooster. Das ist von der Firma Büttner, ein 50 Ampere Ladebooster, den wir hier verbauen bei unserem Detlefs. Tolles Gerät, habe ich auch selber in meinem Fahrzeug. Also der lädt bei laufendem Motor im Schnitt so mit, ja, 55 Ampere. Also echt ein tolles Gerät. Bin mega zufrieden damit und kann ich auch immer nur gut empfehlen. Laufsicher, stabil, leise, man hört nichts. Also echt eine tolle Geschichte. So, dann habe ich gesagt, haben wir einen digital, also sprich einen elektrischen Hauptschalter. Das ist das Teil hier. Der wird unten in der Elektronik mit verbaut, auch von der Firma Büttner. Hat den geschmeidigen Vorteil, dass ich keinen mechanischen Schalter mehr habe, sondern das ist ein Starkstromrelais. Hier kann ich bis zu 500 Ampere mitschalten und natürlich hier on-off manuell, oder ich kann hier das Kabel entsprechend einen Druckknopf anbringen, wo ich dann entsprechend ober der Tür, wo auch die ganzen anderen Instrumente verbaut sind, mit installiere, und somit kann man ganz bequem oben über der Tür den Hauptschalter betätigen und muss nicht irgendwo unterm Stuhl, unterm Sitz oder irgendwo rumkrabbeln und hat auch nirgends so einen großen roten Knoppern rumliegen, weil der wird unsichtbar verbaut und dann ist das Thema auch weg. Dann haben wir hier das Infocontrol für unseren Wechselrichter, für unseren ICC 3000, 3000 Watt. Hier haben wir den Drehknopf für die Netz, sprich für die Landstromkontrolle, damit ich dementsprechend einstellen kann, wenn ich jetzt auf einem Platz stehe, wo nur eine 8 Ampere Sicherung drin ist. Ich möchte aber meine Klimaanlage einschalten, mit wo 16 Ampere braucht, dann stelle ich hier einfach die Landstrombegrenzung auf 8 Ampere ein und dann läuft die Klimaanlage an. Im Normalfall würde ja dann die Sicherung am Platz rausspringen, was sie hiermit aber nicht tut, weil dann der Wechselrichter und die Akkus den Rest erledigen und den Strom, der noch fehlt, beisteuern. Und darum kann man das hier einstellen, damit eben die Sicherung nicht rausspringt. Ganz tolle Geschichte.
Unter anderem habe ich hier auch die ganzen anderen Ladeinformationen, weil das ja ein Kombigerät ist, was wir hier verbauen mit Ladegerät. Und da sieht man auch immer, was die Batterie macht, die Temperatur von der Batterie, den Ladezustand der Batterie, wie viel Ampere fließen gerade in die Batterie. Alle Infos, wo ich brauche, sind da zu ersehen und kann man da letztlich einstellen. Und dann kommen wir hier noch zu guter Letzt zum Kombigerät selber, zu dem ICC-Wechselrichter von der Firma Büttner. Tolles Gerät, muss ich sagen. Also auch das habe ich in meinem Fahrzeug verbaut. Funktioniert und rast einwandfrei, lädt die Akkus mit bis zu 100 Ampere. Auch das kann man natürlich einstellen. Tolle Geschichte. Bin mega zufrieden damit. Die Akkus waren relativ schnell voll. Und ja, also ich kann nur wirklich sagen, tolle Geschichte. Also mega, mega Gerät. Und das in Verbindung mit 2x200 Ampere Liontron. Das macht dann richtig Spaß. Und das werden wir alles hier in unseren Detlefs verbauen mit den 4 Solarplatten auf dem Dach. Da hat er dann je Platte 160, 320, 640 Watt WP. Also da haben wir auch ordentliche Tagesleistung, wo wir da rausholen. Also auch das wird mega interessant. Dann verbauen wir hier noch ein Lautsprechersystem von der Firma Gladen. Da werden wir uns wahrscheinlich gleich morgen dran machen. Die kommen hier rein. Dann dämme ich auch ein bisschen die Türen aus. Das zeige ich euch. Dann nehme ich euch natürlich mit. Ja, und dann sind wir hier in dem Fahrzeug noch lange nicht fertig. Ein paar Kleinigkeiten haben wir dann noch. Da tauschen wir dann nur einen Wasserhahn aus, bauen nur ein paar Steckdosen rein. Aber wie gesagt, da hole ich euch dann wieder dazu. Dann nehme ich euch wieder mit. Interessant fand ich jetzt auch die Thematik MaxView und Maxvan, den Dachventilator, tolle Sache und kann ich nur sagen, also anstatt von einer Klimaanlage ist das wirklich eine ganz sinnvolle Ergänzung, weil die Klimaanlage natürlich unheimlich viel Strom braucht, auch nicht autark funktioniert, weil da braucht man so viele Batterien und Kapazität, die man gar nicht herbringt, so ohne weiteres. Und da ist dieser Maxvan echt eine tolle Sache. Der drückt auch die Temperatur bei heißen Temperaturen mindestens um 3-4 Grad runter. Macht auch immer eine gute Luftbewegung. Also ist echt tolle Sache. Kann man nachts durchlaufen lassen, ist angenehm zum Schlafen, weil sich immer was bewegt im Wohnmobil. Ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Super, in dem Sinne sehen wir uns in 2-3 Tagen wieder. Da sind wir dann wieder einen ganzen Schritt weiter. Zwischendrin machen wir noch was anderes, da hole ich euch auch noch dazu. Und dann hoffe ich, komme ich endlich zu meinem Wasservideo, weil auch das wollte ich ja noch dementsprechend dokumentieren oder definitiv, das kommt auch noch. Nur haben wir momentan wirklich sehr viele Anfragen und das hat natürlich Vorrang, das müssen wir erst behandeln und dementsprechend abarbeiten. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte, auch nochmal vielleicht interessant für euch. Das hier ist ja ein nagelneues Fahrzeug. Ich habe heute auch ein Telefonat gehabt. Da ging es um eine kleine Änderung bei einem Akkueinbau. Und dann wurde ihm vom Hersteller gesagt, dass da eventuell Garantieschwierigkeiten geben kann, weil man da unten unterm Sitz eventuell eine Kleinigkeit verändern hätte müssen, was aber fahrzeugtechnisch überhaupt keine Relevanz hat. Also habe ich auch schon selbst mit Anwälten gesprochen, weil ja die Thematik auf YouTube immer wieder kassiert, dass wenn ich hier Fahrzeugveränderungen, sprich Ausbauten mache, Wechselrichter, Akkuänder, Solarplatten drauf mache und, dass da eine Herstellergarantie verfallen würde. Also Leute, das ist wirklich vollkommener Quatsch. Also es verfällt keine Garantie, es wird auch keine Erschwernis geben bei der Garantie, hat fahrzeugspezifisch überhaupt gar nichts zu tun, ist auch gar nicht relevant. Wenn ich was verändere an dem Fahrzeug, dann habe ich ja für diese Veränderung meine Garantie, die ich gebe auf meinen Einbau, sprich auf das, was ich tue. Wenn ich natürlich eine Solaranlage aufs Dach baue, stehe ich gerade für den Einbau, sprich auch für die Dachdurchführung und für diese Dichtigkeit. Verfällt aber eure Dichtigkeit, die werksseitig gegeben wird, überhaupt gar nicht, weil das ja überhaupt nichts ändert daran, wenn im anderen Eck
oder irgendwo anders an einem Fenster oder irgendwo, wo ja gar nichts verändert wurde, dementsprechend eine Undichtigkeit ist, was ja mit dem Loch, wo wir wegen der Solaranlage durchgemacht haben, die Dachdurchführung, überhaupt keine Relevanz spielt und somit auch überhaupt keine Garantieschwierigkeit ist. Also egal, um was es geht, man darf und kann Einbauten machen, ohne dass eine Werksgarantie, Herstellergarantie verfällt, in jeglichem Sinn. Also das ist hundertprozentig sicher, mit Anwälten geklärt, also das ist überhaupt kein Thema. Also da hat definitiv kein Hersteller der Welt recht. In dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und ich freue mich schon wieder aufs nächste Video. Dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut und euch einen angenehmen morgigen Tag. Bis dann. Tschüss.